Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, es geht weiter mit Avalon Kurt. Ja, was ich in YouTube ja reingeschrieben habe, dass ich viele Sachen gekauft habe von ihm hier. Und die zeige ich mal und was ich alles so gefunden habe. Also bei den Tafeln. Also als erstes, die Rezepte, die ich ja gefunden habe. Dieses lilane Rezept mit diesem komischen Riesending da, zeige ich euch auch noch hier gleich. Und noch ein paar andere Sachen habe ich gemacht. Ach, wir zeigen mal erst hier. Nicht das hier, auch nicht das hier, auch nicht das hier. Schwarze Silbe kennen wir schon. Silbernkreuz, Moschutel, Visa Usufune. Muramasa habe ich gemacht. Das habe ich auch. Das war auch ein Rezept, das habe ich gemacht. Und das zeige ich euch gleich, dieses Schwert, das habe ich schon gemacht. Meisterdolch, Dance Left, Dead Left und das habe ich von diesem Romanio gekauft. Schnabeleisen. Das hat eine Stärke von 195. Das werde ich auch später machen. Und Morgenstern habe ich auch geholt von ihm. Attacke 210, das ist stärker. Und Dynamit habe ich das schon gezeigt, das habe ich von diesem Rezept gemacht auch. Und Wurfstern kennt jeder schon. Schattenreizern, Ritterschild, Ritterschild habe ich auch gekauft von ihm. Und das ist nicht so gut, scheiß drauf, das könnt ihr vergessen oder egal wie ihr es wollt. Und Kampfschwert habe ich schon gezeigt, ja, das kennt auch jeder schon. Kennt auch jeder. Das habe ich geholt von ihm, Horanio. Das ist Runklinge, aber man muss Magie und Runklinge zusammen verbinden, aber ich weiß nicht wie. Bogen, Katana Schotten habe ich auch, glaube ich, von ihm geholt, oder? Keine Ahnung. Das habe ich geholt von ihm, von Romanio. Überlegenes Katana Bisen Usafune. Da muss ich überlegen, halt noch was anderes. Und das ist das, dieses Lina, ne? Was ich hier gemacht habe, das ist dieses Ding hier. Das heißt Hekatone, Chiris, irgendwas. Keine Ahnung, warum das so ist oder so. Das habe ich auch was. Da habe ich auch was gefunden. Das zeige ich euch gleich. Das war eine Tafel in Nanais Haus. Und das zeige ich euch einfach mal. Spitzhut, Heldenhut, Ameisenfühler. Wo ist das jetzt, was ich gefunden habe? Alles. Katzenohren, Onyx-Rüstung habe ich schon gemacht. Meisterschärpe habe ich gemacht, um mehr Erfahrungspunkte zu holen. Weil. Warte, zeige ich euch auch gleich. Bogenschützgürtel, Hundeschwanz. Angepasster Verstärker war auch ein Rezept, das habe ich von ihm gekauft. Romanio, als er 5000 mystische Juwelen wollte, habe ich das gekauft. Das muss ich auch noch machen, das kann irgendwie meine Geschwindigkeit erhöhen und alles, nichts Besonderes, aber eins muss man merken, als ich das gemacht habe, kam sah mal eine Bombe und als ich das nachgeguckt habe, waren es Flügel. Keine Ahnung, warum das so war, keine, vielleicht war es ein Fehler oder so irgendwas. Ja, ich glaube hier gab es nichts mehr Interessantes, oder? Stoppt hier. Antike Puppe, Fuchsschwanz, Medizinpflanze, achso hier. Und noch was, als ich das Turnier gewonnen habe, habe ich mich ja für Gustav entschieden. Deswegen konnte ich das Schwert erhöhen, bis Stufe 15. Ich brauchte dafür 5925. Aber irgendwie kann ich noch weiter das leveln. Ich weiß nicht wieso. Da steht auch keine Zahl mehr, ich kann es einfach weiter leveln und keine Ahnung, ich weiß nicht, was es bringt. Sagt es mir, ich weiß es nicht. Und ja, was gab's da noch? Ja, Waffen wollte ich ja zeigen, Schwert, Sinnenkreuz und das ist Muramasa. Das hat, ist viel, viel stärker, 319, aber diesmal 357, weil ich ja auf Stufe 15 bin mit Schwert und alles. Und Waffen, na nicht Zubehör, da zeige ich euch mal die Meisterschärpe. Hier, das ist die Meisterschärpe. Erhöht EP pro besiegten Gegner, also für diese Waffen und alles. Und jetzt gehe ich mal zu Nanais Haus und zeige euch die Tafel, die ich da gefunden habe. Danach noch zu einer Tafel, die ich auch noch gefunden habe. Ganz zufällig, warte, nicht hier. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich alles da gemacht habe. Hier ist die Tafel, das bekommt man, wenn man alles hier untersucht. Seht euch das an und hier ist das. Unsichtbarkeitsfluch durch Schattenreizern. Das bekommt man, wenn man Schattenreizern ihr gezeigt hat, glaube ich, und danach das Haus untersucht. Das nächste zeige ich euch gleich, also bis gleich. Okay, wir sind gleich da, aber erst kurz mal mit ihm reden. Reden. Okay, genau zur richtigen Zeit. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Und die wäre... Ich möchte, dass du diese Reizern zu einem Freund von mir bringst. Du weißt, von wem ich spreche. Viel Glück. Okay, ich soll das zu Romanio bringen, sie sind ja solche Dealers. Ja, okay, das bringe ich gleich zu ihm. Aber erstmal zu den Ort da, was ich gefunden habe. Ich verstehe nicht die Tafel da drin. Ganz und gar nicht.
Also, wo ist die Tafel da? Die war hier drin. Also hier, das habe ich gemacht, als ich alles untersucht habe. Es bringt, ich weiß nicht, was das ist. Erzählt mir das, Leute, ich weiß es nicht. Schreibt es in den Comments, ich will es wissen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich gemacht habe. Und wir sehen uns bei Romanio. Okay, es geht weiter. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, ihr wisst aber, Georgs Haus, wo diese Dienerin war in diesem Portal. Und die Tür, da man nicht da durchgehen konnte, ich habe die irgendwie aufbekommen, man muss irgendwie die Tür ansprechen. Da sagt sie irgendwas, also da steht dann eine kleine Info, was er dazu sagt. Und da kann man da durch die Tür reingehen. Und ja, das ist alles. Und was gab's dann noch? Eigentlich, warte, das waren jetzt alles. Und wie ihr bemerkt, da habe ich die Stadt so erkundet und neue Sachen gemacht und so alles, um zu gucken, vielleicht finde ich ja neue Tafeln und so alles. Und ja, was muss ich noch? Und ich habe nachgelesen, diese wilden Kekse kann man erst in Kapitel 7 machen. Deswegen vergesse ich das jetzt momentan und rede jetzt mal mit ihm. Reden. Wie? Froh hat etwas für mich? Was zum Teufel könnte es? Das ist. Wo zum Teufel hat er das her? Die kann man heute nirgendwo mehr finden. Heiliger Stroh sagt, dieser Mann hat wirklich von nichts Angst. Ich nehme sie, danke. Doch beherzige meine Warnung. Diese Kristalle bekommt man nicht auf gewöhnliche Weise. Du darfst niemandem sagen, dass wir damit gehandelt haben. Ich steuere auf eine kleine Aufmerksamkeit bei. Vergiss nicht, es ist ein Geheimnis. Bis später. Und was jetzt? Und zwei zurückbekommen? Okay. Ja, wir sind uns bei Froh. Okay, wir sind jetzt bei Froh und was sagt er jetzt dazu? Wie schön, dass du gekommen bist. Nicht so schüchtern, komm näher. Ich habe eine gute Nachricht für dich heute. Willst du sie hören? Du willst doch, oder? Ja. Weißt du, ich habe gerade ein paar interessante Informationen erhalten. Es geht darum, dass in der Schlossküche gerade eine riesige Ladung an Sahnetorte eingetroffen ist. Sahnetorte ist einfach das leckerste Essen der Welt. Wie sie im Mund zerschmilzt. Oh, allein bei den Gedanken läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Hier ist dein Einsatz gefragt. Da ich dir gerade ein paar interessante Neuigkeiten mitgeteilt habe, möchte ich, dass du mir dafür ein Stück von dieser Sahnetorte bittst. Okay. Wir haben ja sowieso nichts anderes zu tun. Warte, was wollte ich noch sagen? Was wollte ich sagen? Keine Ahnung mehr. Egal, das war bestimmt nicht so wichtig. Warte, wo war jetzt die Küche? Glaub hier irgendwo. Nein, man muss erst gerade durch. Gerade durch. Dann hier durch. Und dann die mittlere Tür oder so war das. Oder? Egal, geh mal durch diese Tür. Ah nein, ist hier. Ah, da ist die Tafel. Okay. Grüne Tafel. Oh nein, fick dich doch. Ach, ich hab keinen Bock auf Rezepte mehr. Ach, ich hasse das. Ich habe alle Rezepte gemacht und jetzt auf einmal sowas. Fick dich doch. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Egal. Kann man ja auch nichts machen. Und ich weiß, was passiert, wenn ich nach Hause gehe. Da kommt eine 15-minütige Cutscene, glaube ich. Hat ein Abonnent oder Zuschauer von mir hat so erzählt bei YouTube. Werden wir mal sehen. Also, ich werde jetzt mal die Sahnetorte machen und wir sehen uns gleich. Okay, es geht weiter. Boah, das hat lange gedauert. Zeigen. Objekte, Kuchen, das ist die Sahnetorte. Das zeige ich ihm mal. Und jetzt freut er sich. Oh, du hast es geschafft. Lass mich mal abbeißen. Hier, beiß ab. Okay, und? Unglaublich, ich habe noch nie so etwas Süßes gegessen. Himmlisch gut. Gut gemacht, Kindchen. Was jetzt? Wie, du sagst nichts mehr. Okay. Und ich habe was nachgeguckt. Es gibt noch eine Zeitquest, die wir noch machen können. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das war hier. Als sie ausgehen war eine Ankündigung wieder da, dass wieder ein Turnier ist, das Goldpokal. Aber da kann ich irgendwie nicht hingehen, weil das sind diese vier Leute vom letzten Mal noch. Und ich glaube, das kann man erst später machen. Oder ich habe es zu spät gemacht. Kann auch sein.
sehen wir einfach mal. Warte, wenn ich hier rausgehe. Ja, okay, dann bin ich hier. Dann muss ich hier runter. Und bei Gustav kann man jetzt auch eine Zeitquest machen, die ich ja erwähnt habe, ja. Also, da kann man irgendwie Onigiri, nicht das Reisbällchen, Onigiri oder wie das noch heißt, holen. Man muss irgendwie ganze Zeit Objekte für ihn zeigen. Das ist langweilig, aber was soll er machen? Er will's ja. Und dieser Tag-Nacht-Wendung, die ist auch etwas seltsam, aber egal. Ich habe das Spiel nicht gemacht, das waren die anderen. Und, warte mal, was muss ich Ihnen alles zeigen? Irgendwann sagt er was dazu. Oh, nicht dahin. In diesem Part geht's nur Sidequests und so alles. Okay. Reden. Ja, okay, was magst du denn? Das müsst ihr jetzt mal wissen und dann können wir ihnen das näher geben. Schwerter, Schilde, Brustplatten, Gürtel, Brot. Brot! Zeigen. Waffen. Schwert. Das hier vielleicht. Ja, was ist damit? Sagst du jetzt was dazu? Nein, ist klar. Zeigen. Zubehör. Hüfte. Gürtel. Ja, ich weiß, dass du davon geil wirst. Och man, wie oft muss ich das ihnen zeigen? Oh, ich habe kein MB mehr. Ach, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wieder da. Zeigen. Was macht er da? Brustplatten macht er auch. Hier, das kannst du auch noch zeigen. Sagst du jetzt was dazu? Reden? Immer noch nicht. Was, warte, was macht er noch? Brot macht er noch? Was noch? Gürtel, achso, Brot und... Okay, das zeige ich noch kurz. Zeigen. Schilde, Waffen. Hier, das zeige ich dir auch hier. Schön. Und jetzt noch das Brot. Er will unbedingt... Ach, nicht das hier. Ah, Brot. Hier, Brot. Ja, das ist, ja. Ah, jetzt kommt die Mission. Ich habe eine Bitte an dich. Ja. Es gibt ein Katana, das ich sehen möchte. Sein Name ist Onigiri. Gerüchten zufolge wurde es bei einer letzten Schlacht gesehen. Du könntest Anhaltspunkte bei der Wagnis-Festung finden. Okay, wir sind jetzt in der Wagnis-Festung. Okay, es geht weiter. Ja, wir sind in der Wagnis-Festung. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Da war irgendwas, das weiß ich noch. Hier muss es sein oder so. Ach, hier ist es. Verdammt, sie haben uns gefunden. Angriff! Besiege die Soldaten des Reichs. Okay, mit meinem Muramasa bringe ich euch um. Was sind das für Vollpfosten? Ihr, das ist doch ein Witz. Kommt her. Komm her. Ey, das ist doch ein Witz hier. Ach, egal. Hier so. Und nochmal. Und du. Und du. Und du auch noch. Und du auch noch. Und du auch. Und du auch hier. Und du kriegst auch noch was dazu. Willst doch nicht alleine sein und du auch stirb. Komm her. Okay, geschafft. Unsere Waffen, wir haben jetzt wirklich vermasselt. Ja, ihr könnt teleportieren, ich nicht. Okay, das haben wir jetzt auch. Aber jetzt muss ich diese scheiß Onigiri machen. Ach, fick dich doch. Ja. Wir sehen uns bei Gustav. Okay, ich habe das Onigiri. Jetzt zeige ich in diesen Bastard das. Zeigen. Verdammt, jetzt komm. Schwert. Ja, das hier. Oh, ich hasse dich. Okay, wir sehen uns. Okay, Leute, es geht weiter. Ja, jetzt zeige ich Ihnen das. Jetzt kommt was. Ja, das ist Onigiri. So ein Schwert habe ich an allen Jahren der Schwertkunst noch nicht gesehen. Guck dir Muramasa an, das ist besser. Ja, das ist Onigiri. Oh, ich fühle mich, wie meine Kraft größer wird. Es ist wirklich ein prachtvolles Schwert. Danke, Roxas. Dir ist es zu verdanken, dass ich endlich sehen konnte. Ich muss auch Körper und Seele trainieren. Okay, nächsten Part.